Kleid oder Kleidung? Was ist der Unterschied? In diesem Video erkläre ich dir kurz, wie du diese zwei Wörter richtig benutzt und was eigentlich das mit Kleider und Klamotten oder Anziehsachen zu tun hat. Also fangen wir an. Schau mal kurz. Was trage ich heute? Ich trage heute ein Kleid. Das ist ein Kleid. Das Kleid. Ich habe viele davon. 2, 3, 4, 5. Ganz, ganz viele Kleider. Im Plural lautet das Wort Kleid, Kleider, die Kleider. Wir benutzen aber auch das Wort die Kleider, um alles zu beschreiben, was ich habe in meiner Garderobe. Alle meine Kleider sind zum Beispiel die Kleider und auch die Blusen, die Hosen, die T-Shirts. Alles, was ich trage zum Anziehen, sind die Kleider. Okay? Also dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Man kann aber auch für alles, was man anzieht, auch das Wort Kleidung benutzen. Das hat die gleiche Bedeutung. Alles, was ich trage, das ist meine Kleidung. Aber Kleidung ist im Singular. Okay? Und wir benutzen das, um zu sagen, zum Beispiel generell, was für Kleidung trage ich? Trage ich gerne sportliche Kleidung oder trage ich gerne offizielle Kleidung? Trage ich gerne bequeme Kleidung oder moderne Kleidung? Was für Kleidung trage ich? So, im Singular. Zum Beispiel im Sommer trage ich gerne leichte Kleidung. So wie dieses Kleid zum Beispiel. Es ist ganz leicht. Okay? Ja, und in der Umgangssprache, also mit deinen Freunden oder auf der Straße, hörst du vielleicht auch die Wörter Klamotten oder Anziehsachen. Das ist auch ein Sammelbegriff oder beides sind zwei Wörter, die man für Kleidung benutzt. Das ist alles, was ich trage, aber im Plural, okay? Alle meine Klamotten oder alle meine Anziehsachen habe ich gerne gekauft. Oder ich habe ganz viele Klamotten, ich habe ganz viele Anziehsachen. Diese Wörter sind wirklich umgangssprachlich, also benutzt man sie wirklich nur in der gesprochenen Sprache mit Freunden. Und eigentlich bedeutet dieses Wort hier alte Sachen, aber du wirst es auch oft hören, wenn Freunde untereinander sprechen, dass sie sagen, ich brauche neue Klamotten. Also ich muss mir neue Klamotten oder neue Anziehsachen kaufen. Okay? Das ist genauso wie im Hochdeutschen, ich brauche neue Kleider oder ich brauche neue Kleidung. All diese Sachen bedeuten die gleiche Sache, also es ist das Gleiche, ich brauche etwas zum Anziehen. Das Einzige, was man dann beachten soll, ist, Kleider, Klamotten und Anziehsachen sind Plural, im Plural und Kleidung ist im Singular. Alles klar. Und das hier ist mein Lieblingskleid. Alles klar, dann schreib mir in den Kommentaren unten, was für Kleidung oder was für eine Kleidung oder was für Kleider, Klamotten, Anziehsachen trägst du gern? Trägst du gern eine moderne Kleidung oder eine bequeme Kleidung oder lieber eine sportliche Kleidung? Welche Kleider trägst du am liebsten? Was sind deine Lieblingsanziehsachen? Ich freue mich auf deine Antwort. Bis dann!